Halsschmerzen. Nein. Ich habe Halsschmerzen. Hm? Ja. Seit gestern. Guten Morgen. 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 Wow, 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 wow. Der erste Kunde muss mal sagen, die warten weit schon da. Hier. Abgeholt, so. Muss erst mal ankommen hier, die ging so schnell heute Morgen. Furchtbar. Also, bis jetzt ist noch keiner gekommen. Und es ist schon spät. Also schon spät ist es noch nicht, aber es ist jetzt schon bestimmt eine Stunde. Stunde, anderthalb um. Ich mache mir gerade eine Liste, was ich hier bei dem Bianchi alles umgebaut habe. Wie ich auf den Preis komme. Also dass ich auf den Preis komme. Jo, sag mal schauen. So, jetzt haben wir hier Neuradmontage, Endmontage. Der Kunde sagt, Bremse einstellen bitte, aber hier ist alles noch nicht montiert. Weder aufgepumpt, noch, dies, noch das, noch jenes. Durch und durch Farbkonzept, Rad. Oh, da hört's auch schon wieder auf. Und das war's. Und da hört es auch schon wieder auf. Ganz genau, das ist nichts. Da sind wir wieder beim Thema, so also wie jeden Tag. Das ist ein Hello Bikes Bike. Kostet wahrscheinlich 250 Euro, wenn überhaupt. Und taugt mal von jetzt bis die Treppe auf. Ihr könnt kotzen. Ich verstehe schon, warum viele das ja nicht erst machen wollen, LA sagt. Aber er hat dazu mir nur gesagt, Bremse einstellen. Diese Plastikpedalen, diese Plastiklager, die Plastik, überall Plastik, Plastik. Ich krieg die Krise. Okay, heute ist nur Reparatur Hello Bikes Aufbau. So. Liebe Leute, der Begriff Eisdielenrad trifft bei dem Rad zu 1000% zu. Also das ist wirklich nur ein Rad, was einfach nur aussieht, was einfach nicht toll ist, was einfach nur schwer ist, was einfach nur billig ist, aber eben halt, es sieht aus. Es ist schwer, es ist zusammengebrutzelt irgendwo in Fernost. Es ist mit billigsten Teilen und das ist einfach nur in einem Topf Farbe gefallen. Mehr ist es nicht. Also sowas davon rate ich wirklich dringend ab, sowas zu kaufen tatsächlich. Made Hello Bikes, made to save Earth, ist nicht deren Ernst. Made to save Earth, das ist ja wirklich der beschissenste Slogan auf so einem Billigrad, was irgendwo produziert wird unter wirklich schlimmen Bedingungen oder so, wo die Leute wirklich nee. Also das ist ja wirklich die Krönung. Made to save Earth. Was soll das heißen? Was ist das für eine Aussage? Also, und dann krieg mich ja nicht mehr ein. Ich find's schön. Also weiß ich nicht. Mann! The Flying Fixie. Was für ein Dreck. Furchtbar. Furchtbar. Hallo. Hallo. Ja, bitte? To Save Earth. Kriegt die Krise. Da kommt meine Save Earth. Angerufen. Das ist das Einzige, was hilft. Ja! Mama, wir ihren Schlüssel wieder. Wieso denn das denn? Weil wir gehen jetzt ins Schwimmbad. Und du musst oben abschießen. Das ist eine Frechheit. Ihr geht ins Schwimmbad? Habt ihr euch das verdient? Nee. Wir haben das Haus fertig gebaut, heute noch. Okay, das ist schön. Aber ey, Anouk, du kommst her, du bleibst hier. Bring das mal, Blumen. Ja, also irgendjemand muss ja beim Papa bleiben. Und dann geht jemand ins Schwimmbad. Genau. Nee, Quatsch, natürlich gehst du mit. Okay. Okay. Und ich werde Mama zeigen, wie gut ich schwimmen kann. Du schimpfst nicht mit Mama. Mama ist sehr empfindlich im Moment. Ja. Ist ein bisschen überbelastet. Mit der Schwangerschaft. Okay. Mein liebes Mädchen. Mhm. Bitte. Pass auch auf deine Schwester auf, ja? Mhm. Ich denke. Bitte. Okay. Komm. Viel Spaß. Sieht schön aus.
Ja, das war's auch. Damit. Bis später. Und ich sag dir jetzt auch alles, was wir so gemacht haben. Sehr gut. Ich gehe jetzt los, ja. Ja. Wir werden dann wahrscheinlich auch die 3 Stunden da bleiben, bevor wir Skadi wiederholen müssen. Das lohnt sich ja nicht. Geht ihr zusammen, Skadi holen? Ich denke, ich gehe vorher nach Hause. Mehr kaputt sein dann. Okay. Euro hast du nicht zufälligerweise für einen Schrank? 50 Cent. Nee, ich glaube, die sollen da Euros drin haben. Aber dann muss ich sie wechseln dort. Hier, ja, das sind 20 Cent Stücke zum Wechseln. Ich muss ja eine Karte kaufen. Weißt du? Dann haben wir das, okay. Weißt du, dann müssen wir... Das ist ja ein Euro geben. Ne? Genau. Euro habe ich ja noch nicht. Okay, komm, dann bis später. Ich habe jetzt kein Handy oder so dabei, ja. Okay. Ich euch auch. Tschüss. Tja, gut, jetzt zeige ich erstmal nur aufgepumpt, aber jetzt ja los hier. So wollte er echt fahren. Ich meine, die Muttern sind ja lose, das ist nicht richtig zusammengebaut. Das ist echt gefährlich, diese Versandgeschichte, weil die meisten Leute gehen eben nicht zum Fahrradhändler und lassen das entmontieren und auch die meisten Fahrradhändler haben einfach schlichtweg gar keinen Bock auf so eine Räder. Das will keiner montieren. Einfach ist eine undankbare Aufgabe. Ne? Es ist. Wird da kein gutes Rad draus, denn bloß weil man es gut montiert. Wie viel Flexibilität hier drin ist, ist schon. Das ist ja schon der Wahnsinn, ey. Okay. So, Achtung, ich rolle an. Mal gucken, wie lange es rollt. Ja, das sind gute Lager. Wie steht es so schön auf dem Rad? Irgendwo stand es hier. Ich glaube hier. Oder hier auf der Felge. Da stand Flying Fixie. The Flying Fixie. Wie soll denn das flyen, das Fixie, wenn die Narbe so kacke ist? Bei dem Rad normalerweise müsste man einen großen Scheck schon machen. Das Rad kommt an. Man müsste eigentlich einen großen Scheck machen. Der große Check, der wie folgt aussieht, man nimmt das Rad erstmal auseinander komplett und dann checkt man die Lager und alles. Ja, guten Morgen! So, einmal von da jetzt weiter jetzt hier. So. Oh Gott, die Pedalen, ey, der wäre so losgefahren, um Himmels Willen. Die Pedalen sind komplett locker. Mann, ich hab gesagt, ey, komm. Service oder was willst du? Ja, nee, nur Bremser einstellen. Ich weiß nicht, was die Leute denken, dass das von selber hält oder was. Man kann ja echt nur hoffen, dass er noch nicht gefahren ist mit dem Ding. Mann, Mann, Mann. Das ist fest. So, jetzt der Vorbau. Vorbau, der Lenker. Ist falsch montiert. Der muss natürlich einmal so gedreht werden. Steht auf dem Kopf quasi. Er muss einfach so. Machen wir hoch. Tommy hat es gesehen. Machen wir. To save Earth. Meinen die damit Weg zu sparen, Strecke zu sparen, Zeit zu sparen, Leben zu sparen? Oder meine wirklich sie?
um die Welt zu retten. Zack. Bremsen gerade. Oh, Endlosschraube, schön. Gummipuffer. So. Jetzt. Bremse einstellen. Ist ja ein Neurad. Brauche ich ja keine Handschuhe eigentlich. Wie sage ich, warum ich die anhabe? Wahrscheinlich, weil ich mich nicht infizieren möchte. Also, ich habe keine Ahnung. Bremsbelag ist nicht eingestellt. Aber es wurde bereits gefahren. Man sieht, es ist schon gebremst worden damit. Also, ey, wie ist denn der gefahren? Ey? Das ist doch nicht möglich, weil es war nicht aufgepumpt. Es war nicht fest richtig, nur auf einer Seite ein bisschen angezogen. Unglaublich. Gut, einmal Bremse festziehen. Ja, bitte. So, die Bremse vorne am Einstellen bin ich jetzt. Mann, das ist richtig Arbeit, ey, wenn so ein Rad hier. Also wie gesagt, können die Leute wirklich verstehen, die sagen, nee, nee, nee. Was ist das für ein Rad? Nee, Mike, nee. Amazon Billigrad. Wollen wir mal schauen, was so ein Rad kostet? So, das ist eingestellt. Würde mich ja auch mal interessieren. Vielleicht liege ich ja völlig falsch und nee, liege ich nicht. Ich weiß, das kann da nicht falsch sein. So. Hello Bike. Hello Bikes. Vielleicht kommen wir dann noch dahinter, was dieser blöde Spruch da zu bedeuten hat. Hello Bikes EU. Aha, wir haben schon mal eine EU-Seite. Fahrräder für Helden. Boah. Boah. Oh. Leute, das sind Fahrräder für Helden. Stargang Fixie Urban. Urban. Die haben tatsächlich zwei Modelle drin. Dieses Blau vergleichen wir mal so ein bisschen. Ja, als Damenrad haben sie es noch da. Das kostet 150 Euro. 150 Euro. Das feinste Fahrrad kostet 150 Euro. So ein Fahrrad in der Art, also ist jetzt nicht so schön bunt, ne? Vielleicht kostet es mehr. Kostet 150 Euro minus 100 Euro von 250. Hat geschätzt. Fixie oder auf Deutsch Stargangrad ist jetzt das angesagte Fahrrad. Die Idee kommt von den amerikanischen Fahrradkurieren, die ein wartungsarmes und zuverlässiges, schnelles Fahrrad haben wollen und darauf verfielen, Bahnrennräder mit Stargang zu benutzen. Wartungsarm, zuverlässig und schnell. Das ist ja schon beim Aufbau wartungsintensiv. Und hier muss man ja aufpassen, an diesem angebrutzelten Ausfall... Oh, ist das scharfkantig. Da kann man sich ja böse verletzen hier. Furchtbar. Könnt kotzen. Guten Morgen, was darf sein? Was holst du denn ab? Jo. Naja, 149 Euro, Fakt. Zustand neu. Ja, klar. Ja, also. Komplettrad 149 Euro. Muss ich mir quasi Gedanken machen, weil ich jetzt aufhöre, hier mitdrehen. Weil ich ja weiß, dass ich alles sonst zusammendrehe. $150, ey, für ein Neurad. Fass es nicht.
Wie ist mit dem Werkzeug? Ja, auch. Fehlt immer mal was. Die Leute. Was soll man machen? Ist so. Ja. Ist einkalkuliert. Ich gehe einmal im Jahr einkaufen, Werkzeug auf den Trödelmarkt. So ein bisschen. Dass es sich nicht mehr lohnt zu klauen. Das wird nicht so, ja. Guck mal, 150 Euro hier. 150 Euro neu. Ey, Mann. Ich hab Angst. Ich hab Angst, so weit aufzubauen. Ja, groß. Vor allem damit zu fahren. Ja. Also, hallo. Ansonsten, alles schön bei dir? Alles super. So, hier, das Teil hier oben ist falsch montiert, falsch rum. Ja, schaut mal, so rum kommt es natürlich nicht, sondern das. So, natürlich, ne? Der Schlauch ist platt. Hier. Wieso? Wirklich. Oh nee. Jetzt mach ich mal einen Schlauchwechsel. Das nervt ja ohne Ende, ey. Das hat. Da ist einfach der Schlauch platt. Mein ganzes Leben besteht nur aus Spannung. Oh, was ist denn hier? Ah. Das Felgenband liegt nicht richtig hier. Da ist es darin gegangen. Tja, liebe Leute, also Felgenband war Schrott, ist Rinni rutscht. Da muss man natürlich auch ein Gewebefelgenband nehmen, kein Gummifelgenband, weil bei dem Reifendruck und den schmalen Felger und den breiten Felgenspeichenlöchern ist ja wohl klar, dass die Rinni gedrückt werden. Das ist platte Reifen vorprogrammiert, hat man ja gesehen. Aufgepumpt. Und defekt. Also 100% sind da die nächsten Monate, ja? Okay, also bestell ich. Ja, mach mir. Alles klar. Aber er muss das alte bringen. Bitte? Er muss auch das alte bringen wegen tauschen Mantel. Ja, machen wir mal. Ja, okay. Hello Bike, check up. Das war jetzt ein bisschen teurer, mein Freund. Dann bist du jetzt doch bei 200 für die ganze Rad. Was denn, wo denn? Auch sieht aber ganz, sieht aus wie neu, das Rad. Ach, das ist nicht meine Socke. Oh, der Paul. Ey, dein Rad, ey, kriegt die Krise. Echt, war das Katastrophe, ja. Alles kaputt.
All kaputt sowieso. Versumpft mit der Narbe. Da haben sie tatsächlich Plastikteile verbaut. Halt, ist die letzte Generation. Hatte ich gerade das Thema jetzt auch mit dem. Das geht mir aber voll auf den Sack. Da. Das ist irgendwie kaputt. Und jetzt habe ich das so weit hinbekommen, dass du, wie gesagt, habe ich dir schon Telefon schon gesagt, was? Ja. Improvisiere, ja, alles. Ich habe alles noch. Mann, weiß ich nicht mehr. Ja, egal, macht nichts. Nee, vorne war tatsächlich, war, genau, ich entsinne mich. Nee, darüber gibt es ja dann extra ein Video über dein Rad. Ja, ja, aber das machen ja mittlerweile Computeranimationen in Photoshop. Achso, ja, ja klar, das machen die. Nee, ich meine, ich mach da extra über die Lampe, mache ich da zum Beispiel ein Video. Nee, warte mal, wo waren wir denn jetzt? Doch, 10 Euro was. Was guckst du auf? Das Zwogelchen. Was für ein? Das Zwogelchen. Was für ein? Das Zwogelchen. Wie nochmal? Zwogel. Was ist ein Zwogel? Das Zwogelchen. Was soll denn das sein? Das muss ich sofort googeln hier. Warte mal, Zwogelchen. Zwogel. Was? Zwogel? Nein, Zwogel. Zwogel. Nee, Google auch nicht. Ist ja auch nicht fertig. Jo, Tretkugel raus. Hier ist komplett Hinterrad neu machen. Neu. Hinterrad neu. Schaltung neu. Und Tretkugel neu. Jo, jetzt haben wir alles ab, alles vorbereitet sozusagen. Jetzt muss ich Bestellung machen. Da kriegst du neu. Da hast du auch ein Herz, das hier? Ja, haben wir mit meinem Mut, du Herz. Mut, Mama Herz. Zauberst du? Nein. Was machst du denn dann? Hier ist noch ein Pulschen. Ich bin raus. Aber immer das hier. 43 Euro, das hat auch nicht gedacht. Und ich hab geguckt, was das kostet neu, 150 Euro. Das alles? Neu. Das ganze Rad? 150 Euro, neu. Die Welt geht kaputt. Und dann? Ja. So, danke schön. Und einen schönen Tag noch. Papa, du bist lang. Die Pumpe. Und dein, hast du aufgepumpt gerade? Nein? Da ist noch Luft drin. Wo ist das andere? Da war noch ist da keiner drauf? Hey. Wolfgang, wo warst du heute Morgen? Ich bin ein bisschen zu früh gekommen, ja? Nein, ich war aber zu früh. Ich weiß, eine halbe Stunde zu früh. Weil ich auch mit meinem Bier, mit dem Dings hier, mit dem Verkehrsunfall hier, mit dem Garten rausgefahren bin. Ach so? Ja. Die Leute hier. Die kenne ich nicht. Was und machen die denn? Was machen die? Das heißt AS-Team. Die waren so Schäerei und alles so was. So eine Krimiserie. Ach so. Ja, eine Krimiserie. Ja. Eine lustige Krimiserie. Ja, also so halb und halb, ja. Mit Schlägereien? Naja. Und hast du dann mit die 100, die am Samstag noch die Teile wohl kaputt waren, dann haben sie gekriegt. Das habe ich heute hoffentlich ganz gekriegt. Hallo. Habt ihr auch Luftpumpen zum Verkauf? Ach nee, haben wir nicht. Nein. Wieso bitte? Ach scheiße. Na doch, eine Standpumpe haben wir. Aber nur eine zum Aufpumpen oder eine zum Verkaufen? Eine zum Verkaufen. Ah ja, super. Ja, eine Standpumpe. Ja. Halt, haben wir. Ja. Ja.
Wolfgang, besuch es da. Wolfgang. Wolfgang sitzt in der Ecke. Ja, grüß dich. Grüß dich, Wolfgang. Wir kennen dich nur von den Videos. Ja, ja, guck da wieder. Ja, das ist ein Penner. Ja. Ich bin vor ihm schon wieder, wa? Ja, ja, klar. Ja, kann ja, ja, ja. Da ja, kommt ja keiner drum rum. Ich war auch schon zweimal drauf, deswegen komme ich nicht. Also, ich war nicht. Meine Kollegen haben stundenlang gedacht, eine Woche lang. Eine Woche lang? Ja, ja, haben immer wieder angekommen, aber jedes Mal bin ich hier. Und dann haben sie wieder, also, ich hab jetzt da rum wie so ein Drogensüchtiger. Ja, und dann sagt er noch, hör mal, auf dem Video, und Andi sagt, ich sag, danke, mal, ich komm nicht nochmal. So hier. Perversion. Perversion hoch. Ja, sag dir doch. Nee, aber ich weiß ja ganz genau, wenn du bestellst, dann kriegst du morgen deine Ware. Richtig? Ja, haben die noch was, ey. Hüpf. Am Donnerstag wegfahren und jetzt kommst du für die Idee in Soleram. Ich bin halt da, ich hab bloß halt die Dinger verlassen. Katalog-Scheiß. Ja. Katalog-Scheiß, fehlt ja was, oder? Ja, da umgebaut ein bisschen, oder? Hier war doch eine Wand hier. Ja, da war noch eine Wand hier. Da war ja alle, Meier alle gewesen. Ja, hat doch vorher da gebaut. Ja. Wenn du runterkommst, hat er dann angefangen zu bauen. Ein bisschen mehr Platz, ist ein bisschen hier, ja, besser für ihn, so vom Gefühl her, denke ich. Ja. Hey, Luik, das erste Mal, dass ich die Kataloge schlage, ich habe noch keine Zeit gehabt, der liegt hier schon im Monat. Ich mache immer nur meinen Standard-Scheiß, weißt du? Selbst und ständig und dann auch Frau und dann zeigt mir Kinder. Bist du heute, wenn heute mal kommst, alles über Internet und anderen, da hast du nicht. Da hast du nicht. Ja, aber da hast du halt auch keine Beratung. Aber wenn man weiß, was man will und wenn man einen guten Bike da hat, da kann man mit dir auch handeln. Habe ich ja. Aber an die Dinger habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt siehst du ja, wo das endet. Da! Im Keller. Schaltsockeladapter heißen die Dinger. Okay, 8 ja. Euro kosten die. Genau. Das ist wahrscheinlich eine Kunststoffversion, nehme ich mal an. Genau. Hast du noch eine andere Version? Du, wie du siehst. Das sind alle andere Versionen. Nee, immer schwarz und dicker. Immer schwarz. Schwarz und einfach diese Bremsen in der Werte. Genau. Noch mal zubinden und Schüssel. Genau. Was Respekt. Na denn, angenehm. Feierabend, ja. Aber optimaler Stuhl für dich, ja. Ja, der hat den besten Sitz, der kann auch von hinten gucken. Von hinten gucken, wenn ich da arbeite und seine Kommentare sagen. Vor allem immer, das ist immer witzig, denn, wa? Ja, alles klar. Ja, was ist das denn? Na, ist denn? Besten Dank, bis morgen. Ja, bitte, wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao. Muss ja jetzt zum Arbeiten, oder? Sag mal, geht auch die Bautasse, ich hab doch noch Rand hier. Wenn das aus Ein- und Ausbau geht, dann mal schnell, wa? Na so mit Werkzeug, aber ich habe ja vorhin schon angefangen. Jetzt muss ich es ja nur noch rausnehmen. Jetzt muss es, am Ende muss es dann doch mal schnell gehen, ja. Andi, Kelle, fertig, los. Der alte Andi, ja? Das war nicht der alte Andi. Du kennst doch, wie der Andi aussieht. Unser Andi kennst du doch. Ja, ja. Das war ein anderer Andi. Gibt noch andere Andis. Ach so. Gibt noch, gibt noch andere, die Andi heißen. Läufern. Gibt es nicht nur einen Andi auf der Welt? Gibt es noch andere Andis? Ja, doch. Ja, doch. So, warte mal, was wollt ihr denn jetzt? So, jetzt. Jetzt aber los, wie in die Mitte, ey. Wolfgang, du hältst mich ja was von der Arbeit ab hier. Natürlich nicht, war ein Witz, ne? Ist klar. Hast du die Nummer im Kopf? Ah, nee, das ist eine Handynummer. Hast du nicht im Kopf? Nee, die Handynummer habe ich nicht im Kopf. Die Einfahrer, ja, aber die Handynummer habe ich nicht im Kopf. Aber wenn die Sonne weg ist, ist es kalt, wa? Ja, aber wo die Sonne da war, war das schön. Ja, 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 gerade mit dem Herrn. Da hab ich mal hingestellt und hab ein bisschen gequatscht mit meinen Kumpels da. Mhm. Ihr wisst ja, kommen ja Leute bei dir, die mit den unnötigsten Sachen haben. Packungseinheit ein Stück? Ein Stück kriegst du. Du kriegst nicht zwei, du kriegst eins. Ein Stück kriegst du? Ein so ein verficktes Ding kostet 8 Euro? Ich flipp aus, ey. Ein Stück? Tatsächlich. Ein Stück und zwei sind abgebildet. Oh, Alter, ich krieg die Krise. Ein Stück, ein Stück. Das sind ja bei zwei Stück, sind's ja 16 Euro. 16 Euro. Für zwei Plastiknippelchen. Boah, nee, sit da jetzt, ey. Und die braucht ja, 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 der hier mal, ja. Der braucht die. Oh Mann, ey, das hab ich nie gesehen. Würde ich nie kaufen.
Oh, kriegst ja zum Einkaufspreis, Urial. Hello Bike. Hello Bike ist fertig. Pedal Power ist nicht fertig. Oh meine, mach mal ganz kurz ein Zettelfoto fertig. Hat nicht mal einer Bock vorbeizukommen und hier ein bisschen aufzuräumen bei mir? Wo jemand der Sachen sortiert? Aber keine Ahnung. Der Wolfgang guckt zu, der sagt einfach nur wo lang. Da lang, da hinten, da vorne, da, da liegt noch was auf dem Boden, sagt er dann immer. Oh, so, ich brauche echt mal jemanden, der mir die Sachen wegsortiert. Ich habe die Zeit ja nicht. Ich muss die irgendwann Sonntag machen, aber ich meine, Sonntage sind verplant. Scheiße. Achso, Andi, ja, kostet Stück 8 Euro. Also sind 16 Euro. Nur damit du Bescheid weißt. Kannst du da schon gleich drauf einrichten. Zieh dich warm an. Bring 16 Öffnenmist. Naja, da machen wir schon irgendwas. Aber ey, das ist ja eine Frechheit. Oh, bilden zwei ab und liefern eins. Was für ein Scheiß, wa? Das gehört sich paarweise, Wolfgang. Ist ja alt. 18 plus 18. Macht wie viel? 18 plus 18. 30. Nee, falsch. Aber fast. Plus 20? 2. Oh. Ja. In der Rechnung kannst du mir nicht. Ist ja egal. Ist nicht so wichtig. Jetzt aber, plus 7. Jetzt ich nicht. So, ich wohne nicht mehr. Jetzt bin ich. Warte mal. 36? Weniger plus. Rechnen wir die so schwach. Das ist ja auch nicht so wichtig. Halt nicht so wichtig. Gucken wir erstmal hier, was das hier ist. Kann ich dir jetzt schon mal 16 geben? Und dann holst du meinen Bruder morgen ab. Hat er kein Geld dabei? Wer? Dein Bruder? Weiß ich nicht, aber es ist ja meins, ich zahle es dann einfach. Okay, weißt du. Weil ich nehme normalerweise vorher kein Geld, zum Prinzip, weißt du? Ich hab ja noch nicht gemacht, was machst du jetzt? Jetzt kipp ich tot um hier, was machst du denn? Alles Pech, ja. Kannst du nicht, das geht weg, Mann. Das ist deine Beerdigung. Das ist für meine Beerdigung, das Geld. Kannst du das weg? Soll ich das reparieren? Nein. Ach, schade. So, was habt ihr denn gemacht die ganze Zeit überhaupt? Wir waren draußen, haben ausspioniert. Mich? Was, ja. Was habt ihr denn rausgefunden? Das für den Wachschatz. Papa, du hast dir was geleistet? Oh, die sind ja gleich. Machen wir den Laden zu. Also, sag mal schön tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüssi, Kamerie. So, also, mach dich gut. Bis morgen. Naja, du hattest deine Chance, Anu. Papa. Ah. Tschüss, bis dann. Ciao. Kannst du jetzt ordentlich? Nein. Siehst du? Also, wir sehen uns morgen. Mach dich gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy. Jetzt ab ins Bett mit euch. Nein, ich bin nicht mehr.